Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War und dem Beagle. Ich wollte jetzt ernsthaft House of Ashes zu sagen, ich weiß nicht warum. Es hat mich anscheinend nachträglich noch geprägt. Ist das die vierte Chiffre? Kann ich den Kram dann lesen? Symbol des Muts erhalten. Ich habe jetzt eine Theorie, wie ich den Zauber los wird und einen neuen kaufen kann. Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Und das ist gut. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kam Mimir zurück. Aber nicht, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Tja. Ah, cool. From Berg to. Ich kann noch nicht dahin reisen. Na, das ist ja interessant. Was ist hier? Ach, Fenris, irgendwas. Dann möchte ich dahin. Zu Broxladen. Broxladen, da möchte ich sowieso hin. Weil ich glaube, ich weiß, wie man die Zauber austauscht. Und ich hätte da echt letztes Mal auch selbst drauf kommen Baldur können. War, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Nein. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? Tja. Frag den Kopf, als er wiederbelebt wird. Mach ich. Tja. Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen. Außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meine Art? Ich meine, deiner Familie. Von Mutter und mir. Wo du hergekommen bist. Deine Mutter. Dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Uiuiuiui. Der Kleine ist halt nicht doof, ne? Der Letzte seiner Art. Ja, also... Er hat alle griechischen Götter getötet. Keine Ahnung, wie das da so ist mit wieder zurückkommen und so. Hey, Brock. Brock! 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 Was? Ich mach gerade eine Pause. Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ach, ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder in meiner Axt herumwursteln lassen. Zeig mal, was er angerichtet hat. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. So ist besser. Er haut da immer einmal drauf und dann... Was wollt ihr sonst noch von mir? Hm? Ich will was ausprobieren, guter Mann. Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen und Trinken vergisst. Aha. Und wenn er mal dran denkt, schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich hab wohl den Magen in der Familie abbekommen. Und natürlich den Krebs. Nee, warte mal. Was? Dieser Schwachkopf? Was weißt du schon? Verstehungsstellen. Hey, erlaubst du mal? Ich muss mich hier konzentrieren. So, den verkaufe ich. Und jetzt kann ich den nämlich her... Ah, so nämlich. Leute. Ja, Brock vermisst ihn eigentlich. Da kann ich nichts dran machen. Da kann ich auch nichts dran machen. Nee, da auch nicht. Wobei das jetzt gar nicht schlecht wäre, aber da fehlt mir was für. Ich werde nicht alles von meiner Vitalität einbüßen, dann bin ich doch doof.
Immer wieder gern. Mhm. Jetzt raus hier. Okay. Wir brauchen ein Boot. Junge, wie gelangen wir zu... Warte mal, lass mich mal überlegen. Da hinten. Das heißt, ich muss auf die rechte Seite. Und zur Hexe. Erst müssen wir ein Boot finden. Mhm. Und dann müssen wir hier rein. Also, Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Nicht hinter die Torstatue. Wenn Atreus das sagt, dann wird es wohl so sein. Backbord. Ha? Backbord. Oh, links vom Boot. Korrekt. Ich finde es süß. So, einmal durch die ganze Hexenhöhle. Ob Mimir noch die Zeit hat und ich kann da eben kurz lösen, was ich jetzt lösen kann. Schauen wir mal, wenn wir endlich da ankommen. Der Gang ist sehr lang. Immer schön durch dem Wasser geflutscht. Ja. Ist das denn hier schon richtig? Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Okay. Wie jetzt haben wir gar keinen anderen Weg zurück. Ich weiß, sie ist sehr mächtig. Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Das Gespräch haben die doch jetzt gerade nicht wirklich geführt. Boah, das Wasser ist aber ziemlich heftig gesunken, ne? Eine Wiedergängerin. Ich hab sie gleich. Oh. Jetzt, pass auf! Komm nicht mal rein, leider! Warte mal. Ich glaube, das ist ein bisschen besser als. Was machen die beiden da eigentlich? Oh, Wurzel blau! Das hilft irgendwie bei ihr ein bisschen besser. Ach, die kommt freiwillig wieder hier hoch. Okay. Was macht sie denn jetzt? Ah. Na komm. Noch kommt noch einer. Das kann sein. Mal gucken, was da ist. Ein von drei Siegel zerstört. Oh. Ich wette, hier geht's raus. Wie, du wettest, hier geht's raus? Hey, damit kann man nicht nur die Muspelheim-Rune lesen, es birgt auch die Weltenrune. Ja. Sollen wir in die Feuerwelt reisen? Nein, noch nicht. Gerne, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Nee, warte mal. Lass mal schauen. Ui. Wo
Wo ist überhaupt die Kiste, die dazugehörige? I'm just asking. Das kann ich ja noch nicht machen. Das zweite Siegel. Das zweite Siegel. Wenn ich nur wüsste, wo die Kiste dazugehört. Was die hier so alles hat. Wahnsinn. Junge. Der Junge ist doof. Noch ein drittes Siegel. Ich wette, das ist irgendwo bei der... Cool. Wow. Junge. Zack. Gibt es echt viel zu sehen. In der Tat gibt es hier echt... Oh, wir haben noch ein Tor gefunden. Wir haben schon ziemlich viele Tore für ein ne? Ihr wisst, was ich sagen möchte. Oh. Bü-Valkyren gefunden. Junge, hierher. Ja, Vater. Noch eine Karte. Hier gibt es bestimmt was Nützliches. Noch ein Siegel. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Ja. Ja, das brauchen wir wohl, Kleiner. Ich sag ja, mir können bestimmt warten. Was ist verrückt, Junge? Ich bin noch nicht so weit. Lass da! Ach, das sind zwei. Nicht die da. Er ist so doof. Er hat die falsche Hexe gemacht. Na komm, mach doch. Also, ja. Ist die andere Hexe da, 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 da. Noch nicht bereit, leider. Ich mag das. Also mit dem Controller ist das ein ziemlich gutes Gefühl. Es fühlt sich schon wirklich so an, als würde man da gerade jemandem ziemlich aufs Fressbrett geben. Hey, ich glaube, da oben ist noch eine von diesen Sandschalen, in die ich die Runen gemalt habe. Weiß nur nicht, wie wir sie erreichen können. Hier unten ist echt viel, was die jetzt hier unten hat. Ich kann da nicht hoch. Nö. Was? Ich sehe etwas da oben. Ja, Junge. Wie komme ich denn da hinten dran? Ah, okay, da komme ich noch nicht dran. Okay, okay, okay. Da auch nicht, also können wir wieder zurückgehen. Atreus, hier. Ich möchte hier kaputt machen wegen dem Hacksilber. So, unten müsste die Kiste jetzt für uns auf sein. Wenn ich nur wüsste, wo sie gewesen ist. Ach, hier. Noch ein Horn. War das erste Horn seitdem? Na gut. So, dann lasst uns mal zur Hexe gehen. Wir wollen ja hier auch noch den guten Mimir zurückholen. Warte mal. Hat das... Was ist das denn da hinten? Guck mal. Einfach so. Nö,
Nö, ich bin dann ganz zufrieden mit meinem. Aber wo muss ich denn hin? Ja, hier wohl kaum. Meine Lieblings, wo muss ich hin? Hier wohl nicht. Ach, das war der Aufzug, den wir letzte Mal. Naja. Dann müssen wir danach leider nochmal hoch. Schön was dabei. Heißes Wetter. Ein kleines Täschchen. So. Aber, mal ohne Witz, wo muss ich hin? Wo muss ich gar nicht hin? Ach, ich muss da oben hin. Was? Zack. Den Weg hätte ich übrigens jetzt fast schon. Kehrt um, Asen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Nö, sind sie in der Tat nicht. Oh, ist hier schön. Da, ich hoffe, er kennt uns noch. Die Schildkröte? Oder wen? Wie geht es dir, Chauli? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chauli. Ja, ich finde zwar, Kratos nimmt heroisch hin, dass sein Sohn mit Tieren sprechen kann, aber... Ich schaffe das! Was? Oh. Ups, das konnte ich jetzt nicht machen. Ey, sogar in ihrem Vorgarten. Niemand möchte mit ihm tauschen. Kannst du das lesen? Ja. Seither Niedings über jeden Eindringling. Mhm. Dann geht's da nach draußen. Warte mal. Hallo. Das ist eine coole Schildkröte. Guck ich mir später an. Vater, sie ist hier! Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her, sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. So. Wie war das mit dem Kopf?
Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt. Es hat geklappt. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Und ihr wisst es. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusstet es auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Und du? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt. Gern geschehen. Was sollte das denn? Wir können dir nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge. Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Das war... Weißt du, wie man mit mir reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Jörmungandr, das war ihr Name, genau. Jörmungandr, Fenrir und Hel. Ja, jetzt wisst ihr, es ist Freya. Die Göttin Freya. Die letzte Vanin zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Frey. Über Frey wird, meine ich, hier nichts gesagt, aber eben Freya. Frigg wird nicht erwähnt, wobei doch, wurde sie nicht erwähnt? Doch, Frigg wurde, meine ich, erwähnt. Aber hier haben sie sich wohl dazu entschieden, dass Frigg und Freya unterschiedliche Personen sind. Halte ich für die bessere Mythologie, weil Frigg sehr eifersüchtig auf Freya war. Freya war einfach jünger, hübscher, die mächtigste Magierin überhaupt, eine Hexe. Deswegen auch als Hexe getarnt. Vater, das solltest du dir ansehen. Ja, was denn? Ja? Was denn? Ja? Ich mal erzähl meinen Zuschauern hier was über Mythologie, du kleines Pisskind! Jetzt bist du über einen Stein gestolpert. Ist es dein Ernst? Es ist dein Ernst. Auf jeden Fall. Ist sie die Mutter von Baldur? Aber nicht die von Thor, das ist Frigg. Genauso wie die von Loki natürlich. Mythologisch ist das so zu betrachten, dass Odin halt die Vanen geschlagen hat und Frigg und, Freya und Frir zu sich geholt hat als Kriegsgefangene. Und er hat Freya geheiratet, weil er ihre Magie wollte. Nur deswegen besitzt Odin Magie, wegen Freya. So, die Legende. Und der Mythos wird vermutlich auch ein bisschen anders erzählt. Frigg soll ja angeblich auch eine heftig gute
Hexe sein. Je nachdem, in welcher Mythologie man natürlich jetzt guckt, ne? Wie gesagt, manchmal sind sie ja auch schlicht und ergreifend beide Personen, Rick und Freya. Aber ja, es wird auch gesagt, dass sie Odin nicht ausgehalten hat. Also ich verstehe es. Odin und seine Söhne und anderen Mitgötter haben die ganzen Wanen bis auf zwei dezimiert. Und wie wir es ja schon hatten, der Freund meines Freundes ist mein Feind. Nicht hier in diesem Let's Play, sondern in House of Ashes. Sie hat noch am ehesten die Intention, Odin aufzuhalten. Auch wenn ich bezweifle, dass sie die Intention hat, dass ihrem Sohn was passiert. Die Mistelzweige, die, ich glaube, es müssten Mistelzweige sein oder irgendwie sowas ähnliches, die sie unbedingt weghaben wollte. Denkt bitte an die Herkules-Saga. Mimir, warum hat Freya dich angespuckt? Nein, erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Fragen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Eher nicht, fürchte ich. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt. Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen, Zauber? Mimir? Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zum Leben. Ich brauche noch einen Moment, um ganz aufzuwachen. Ist der etwa kaputt? Wie so ein Computer. Na gut, dann reisen wir jetzt noch hier hin und dann mache ich den Cut. War jetzt nicht geplant, aber nein. Oh. Ich wollte euch unbedingt ein bisschen über Freya. Wir mit der Schlange. Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt sie erzählen. Endlich! Das Horn! Gut. Hat er eigentlich was zu Mimir zu sagen? Oh, vergessen. Brock, das ist unser neuer Freund Mimir. Wir kennen uns. Er weiß warum. Ich weiß warum. Du weißt warum. Ruhe. Genug davon. Wisst ihr, vergesst, dass ich gefragt habe. Ja, du machst es immer falsch. Kannst du dich mit Sindri nicht einfach vertragen? Was auch passiert, es kann nicht so schlimm sein. Ihr seid Familie. Erzähl du mir nichts von Familie. Ich bin nicht der, der vergessen hat, wofür unser Name mal stand. Unsere Werke. Die Waffen, die wir schmiedeten, waren legendär in allen neuen Welten. Länger, als ich zurückdenken kann. Das wirft man nicht weg wegen eines einzigen Schlechten. Ja? Schlechten was? Gar nichts. Vergiss es. Musst du nicht irgendwo hin? Naja, also ihr Lieben, hinterlasst mir gern Kommi. Wusstet ihr, dass es Freya ist? Oder wurdet ihr jetzt überrascht, dass es die Warnengöttin ist? Sie gilt in der Tat mit Frigg zusammen als die Königin der neuen Welten, weil Odins Frau eben sehr herrisch und zornig der gute Mann müsste er sein. Ich glaube übrigens, und das ist halt nur so eine Theorie, die ich mal so hatte, wenn man sich Wonder Woman anguckt, DC, ne, dass die durchaus leichte Anlehnung hat an Freya aus der Mythologie. Mit allem, was sie so kann, wegen Amazone. Ja, auch mit den Amazonen, aber mit allem, was sie halt so kann. Vielleicht interpretiere ich aber auch einfach zu viel da rein. I don't know. Also, habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein.